Hallo, liebe Leute des guten Geschmacks, willkommen zurück zu Two Point Hospital und heute mit einer ganz besonderen Folge, weil wir haben die 50. Folge von Two Point Hospital. Ja, ich freue mich total. Und deswegen werden wir auch jetzt lange Rede gar keinen Sinn machen, ne? Wir werden jetzt loszocken. Ich habe nämlich, wie gesagt, Bock drauf. Wir starten jetzt weiter hier durch in Meltdowns und hoffentlich werden wir heute mal einiges wieder schaffen. Also die Upgrades der Maschinen werden wir heute nicht hinkriegen. Aber mal gucken, ob wir das DNS-Labor mit seinen 20 Patienten den Meilenstein hier hinkriegen. Das wäre schon ganz gut. Und heute plane ich auf jeden Fall, dass wir hier hinten den Bereich mit Leben füllen, beziehungsweise hier ein bisschen umdekorieren. Das werden wir auch gleich mal machen. Wir werden das so machen, dass wir erstmal nur hier mitnehmen und hier drüben boxieren. So. Kann man den einfach mitnehmen? Ja, den kann man mitnehmen und das passt. Faust auf Auge. Sehr schön. So. Das war die erstmal hier hinten hin boxieren. So, was machen wir jetzt damit? Lassen wir es so stehen. Nee, wir verkaufen die. So, die brauchen wir erstmal alle gar nicht hier. Die Sachen. So, verkauft. Diagnostik 2. Oh, wir haben gar keine Sachen mehr hier in der Pipeline bei unserer Weiterbildung. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal dran arbeiten. Wir haben hier... Dich könnten wir weiterbilden in Behandlung. Nehmen wir den Krankenpfleger. Und wir haben... Wen haben wir denn noch? Den Forscher wollten wir ja eigentlich weiterbilden. Den machen wir jetzt auch mal. Forschung 3. Zack. Krankenpfleger. Da müssen wir auf jeden Fall ran. Dann haben wir hier dich in Diagnostik 2. Auch wird intern weitergebildet. Und die Behandlungsleute würde ich jetzt noch nicht machen. Weil da ist einer schon beschäftigt als Lehrer. Aber dich können wir in Stationsverwaltung 3 weiterbilden. Kurs starten. So, dann haben wir alle Plätze belegt. Sehr gut. Dann werden wir uns nach hier hinten begeben und dort erstmal ein wenig was verschönern. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Bank auf beiden Seiten. Und dann natürlich auch noch Getränke, nicht Gesundheit. Essen und Getränke. So rum. Und dann nehmen wir wieder den Laxativautomaten und diesen Automaten. Den Saugwiegen. Und dazwischen brauchen wir natürlich noch einen Abfalleimer. Und etwas zur Unterhaltung. Nehmen wir auch noch einen kleinen Broschürenständer. Und dann können wir da drüben. Überleg gerade, wie machen wir. Schubsen das mal alles so rüber, weil ich glaube, es werden mehr Leute zum Medikamentenmixer kommen. Als zur Entleuchtungsklinik. Und wo ist das denn jetzt hier? Sitze dort. Genau. Zack, da werden wir noch einen hinstellen. Und ja, so können wir es auch noch lassen. Können wir auch noch etwas zur Verschönerung hinstellen. Zum Beispiel einen Trophäenschrank. Zack. Das sieht doch ganz gut aus. Und hier drüben auch noch ein. So. Ja, gar nicht mal so schlecht. Gibt Schlimmeres auf der Welt. So, hier werden wir noch ein Statue hinstellen. Dann ist das Ganze auch gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn noch? Wir hatten doch hier noch was zur Verschönerung. Dekoration da. Wollen wir so einen Mammut mal hier hinstellen? So. Das müsste doch hier wunderbar alles attraktiv sein. Naja. Besser als vorher. Sagen wir es mal so rum. Sehr schön. Was haben wir hier? Sondermeldung. 2 von 5 Patienten. Spritzenhaus wird benötigt. Entwesungsanlage benötigt. Spritzenhaus. Personalherausforderung. Schaffe 90 Tage und eine Dosisfreiheit. Das nehmen wir mal an. Das werden wir nie schaffen, aber wir nehmen es an. So. Sieht doch aber ansonsten alles ganz schick aus. Zack, schon der erste Todesfall.
Hat gut funktioniert. So. Genau, hier hinten bauen wir jetzt noch ein Personalraum. Hier. Was machen wir mal? Wie heißt denn das Ding? Mitarbeiterzimmer? Pausenzimmer, so rum hier. Zack. Und dann werden wir uns hier ein Zimmer stellen. So. Ist hier noch ein Sofa dazwischen? Na, nicht wirklich. Aber eine Lampe auf jeden Fall. Und ein kleiner Fernseher. Und dann gibt es hier einen Mülleimer. Und Essen und Getränke wollten wir ja hier mit der heißen Schokolade auf jeden Fall machen. Eine Kaffeemaschine stellen wir hier auch mal hin. Und Na komm, die Karotten. Passen die noch hier zwischen? Die müssen da passen, genau. So. Und dann gucken wir mal, dass wir noch etwas gegen Langeweile machen. Flipperautomaten. Das sieht doch ganz gut aus, oder? So. Das lassen wir so mit dem Raum. Klein, fein. Das reicht. So, was haben wir hier? Oh Gott, da wird schon wieder so viel benötigt. Machen wir alles nicht. Wir müssen erstmal andere Sachen hier machen. So, wir haben hier wieder ganz, ganz viele freie Räume für die Weiterbildung. Da werden wir uns jetzt gleich drum kümmern. Die Ärzte können wir... Oh, doch, hier kann man jemanden weiterbilden. Allgemeinmedizin. Hier, sehr gut. Können wir nicht machen, weil wir nicht das Geld haben. Wollt ihr mich jetzt gerade alle veralbern? Na gut. Lassen wir uns mal einen Raum als Reserve. Dann, das können wir auch nicht machen. Behandlung 3 vermutlich auch nicht. Weil wir keinen dafür haben. Nee. Dann können wir eigentlich jetzt nur noch unser Hausmeister hier upgraden. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. So, dann starten wir mal den Kurs. Dann brauchen wir erstmal das Geld. Verstehe ich, dass das hier so extrem aussieht. Und vor allem, dass die warten. Hier drüben ist doch, das ist doch vollkommen in Ordnung. Geht doch hier rein, Pinkin. Warum geht ihr denn nicht da rein? Wartet mal, wir machen das mal anders. So, vielleicht hat sich da irgendwas festgehangen. Probieren wir es nochmal. Jetzt. Da, der Pinkin dahin. Der Stimme von Harrison Warum pinkelst Wolf, du dahin, wenn hier Toiletten sind? Beliebtesten Moderator von also, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Bleibt dran, wenn ihr weiter lauschen wollt. Die sind doch auch vollkommen in Ordnung, die. Bist du nackt? Ist die nackt? Oder hat die so ein Kleid an? Dass sie aussieht, als ob die nackt ist. Jetzt so ein Kleid an, als ob die nackt ist. Okay. Naja, mal schauen. Ob das jetzt funktioniert, wie ich es mir denke. Aber verstehe ich nicht. Ist für mich ein bisschen unbegreiflich, warum das jetzt nicht so ging. Gut, wir haben auf jeden Fall weitere Möglichkeiten. Mittel sind jetzt da, dass wir unsere Ärzte hier ausbilden. Allgemeinmedizin 4, Kurs starten. Und dann werden wir unsere Krankenpfleger ein in Diagnostik 3 ausbilden. Kann man nicht machen, weil wir kein Geld haben. Wollt ihr mich jetzt gerade alle veralbern? Wir brauchen Geld, los. Macht hinne.
Diagnosebeschluss. Patienten nach Hause schicken. Wir stellen mal den einen Arzt hier ein. Für die Allgemeinmedizin. Und dann werden wir jetzt noch einen Psychiater einstellen. Nicht? Ich. Und wir bauen jetzt wirklich mal eine Psychiatrie. Als Diagnosezimmer. So. Psychiatrie da. Und eine Lampe. Aktenschrank, Aktenschrank. Arzneischrank. Abfalleimer. Das wohlriechende Desinfektionsgel. Und wir machen einen kleinen Heizkörper hierhin. Und einen kleinen dorthin. Und dann die heiße Schokoladenmaschine. Ein Süßigkeitenspender. Ein Bücherregal stellen wir mal nach. Doch, da, oh, da können wir eigentlich auch den Trophäenschrank einstellen. Ne? Wir stellen mal den Trophäenschrank hier hin. Eine Pflanze. Und ich hätte ja gerne noch einen Stuhl. Sitze. Genau, den Korbstuhl. Passt hier dazwischen. So, und dann zur Dekoration noch ein paar Bilder. Einmal den Rohrschachttest. Und Rockenrolitis. Zack. Und den Rest lassen wir so. Obwohl, so ein Vierjahreszeiten-Ding finde ich eigentlich auch ganz hübsch. So. Sehr schön. Dann setzen wir dich noch auf Diagnose. Und dann gucken wir mal. Wir warten mal. Vielleicht kommt da jemand jetzt für die Psychiatrie. Dass wir das alles ein bisschen entzerrt haben. Dass ich außerdem ein Pterodactylus war. Seltsamerweise musste ich trotzdem jeden Tag im Radio auflegen. Die Fauna wird gebeten, die Flora nicht weiter zu stören. So wirklich kommt da keiner jetzt rein. Ich dachte jetzt hier, das wird was. Eine Warteschlange ist hier nicht. Naja, mal gucken. Wir schauen uns das Ganze mal an. So, Weiterbildung. Wir haben die Möglichkeiten, Leute weiterzubilden. Wir wollen. Wir wollen, wir werden auch weiterbilden. Wir werden jetzt den Diagnostiker uns hier schnappen ein und weiterbilden. Groß starten. Sagen wir hier Notfall-DNS. Ja, nehmen wir mit. Patienten für das DNS-Labor treffen ein. Auch wenn wir den Bereich schon fertig haben. Ja, wir haben Schulden. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber hier, guck mal. Wir haben jetzt in der Psychiatrie unseren ersten Patienten. Der jetzt kommt. Aus der Psychiatrie wird benötigt. Na, dann werden wir dann hier dann doch vielleicht noch öffnen für die Behandlung. So. Dann zieht sich das vielleicht doch noch ein bisschen. Na, mal gucken. Ich bin gespannt. Aber die Warteschlange, die wird jetzt hier länger. Sehr gut. Müssten wir uns natürlich jetzt aufpassen, dass wir uns einen zweiten Psychiater noch zulegen. Zum Beispiel dich hier. So, dich werden wir in der Psychiatrie weiterbilden. Haben wir gerade nicht die Mitte. Wo bist du? Bist du das jetzt hier? Das ist der Gastausbilder. Ah! Wo ist er? Da ist er. Ich darf nicht vergessen, ihn
nirgendwo zu schicken. Sonst vergesse ich wieder, dass er für die Psychiatrie zuständig sein soll. Das wäre sonst richtig, richtig schlecht. So, wir werden unser Hausmeister weiter in Instandhaltung weiterbilden. Sarkos starten, damit das hier endlich mal vorangeht. Ach du Helle, was ist denn hier schon wieder los? Das ist doch alles nicht euer Ernst. Was machen denn meine Hausmeister? Wo sind die denn alle? Schlafen die? Oh, du heiliger Strohsack. Wo sind meine ganzen Hausmeister? Ich verstehe es nicht. Guckt euch das hier an. Wo sind denn die? Zum Kotzen. Eindeutig. So, Notfall-DNS. Nein, wir rufen jetzt keine. Das lehnen wir auch ab. Hier hinten ist alles voll. Oh, Mann. Also das ist ja zum Brechen. So, wir werden unseren Arzt hier mal... Was, wieso bin ich denn jetzt im Minus? Och Mann, ich wollte den doch gerade weiterbilden. Gut, aber wir können doch, wir haben doch jetzt unseren Arzt hier. Auf 4, genau. Den werden wir jetzt erstmal dazu bringen, dass wir dann hier die ganzen anderen Leute ausbilden. Ja, das ist, wir werden weiter nichts bauen. Hier ist natürlich jetzt eine lange Schlange, wer hätte das gedacht? Aber es entzerrt sich alles ein bisschen. Scheiße, das sieht hier aus. Das, guckt euch das an. Ich habe wie viele Hausmeister? 14 Hausmeister und sie schaffen es nicht, hier unten ordentlich aufzuräumen. Ich verstehe es nicht. Ist für mich nicht begreiflich, muss ich ganz ehrlich sagen, was hier unten gerade schief läuft. Gibt es dafür auch eine Formel, ähnlich wie mit den Räumen, von wegen zwei Räume, drei Spezialisten dafür? Dass man sagt, so pro Gebäude, keine Ahnung, drei Hausmeister? Gibt es da eine Regel oder gibt es da so einen Anhaltspunkt? Falls ja, schreibt mir das mal in den Kommentaren. Also ich finde das jetzt schon echt übel, dass das hier unten einfach nicht funktioniert. Naja, mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, wo die alle sind, die Hausmeister. Also ja, hier sind drei drin. Und der Rest? Wo ist der Rest? Stehst du hier hinten rum? Willst du mich veralbern? Komm mal her. Ja, geh arbeiten. Wo sind die alle? Jetzt gucke ich mal, wo die alle sind. Du bist da. Du bist da. Du wirst weitergebildet. Du bist da. Du bist da. Du bist da unten. Lanze. Roulette. Abfalleimer. Okay. Also so weit sind die alle gar nicht entfernt. Also... Eines unserer lokalen Krankenhäuser hat mit den Folgen eines Gewittersturms zu kämpfen. Praktisch. Wenn man gerade an irgendwelchen Geräten angeschlossen ist, aber ideal, um aus Leichenteilen zusammengeflickte Monster. Müssen wir doch wahrscheinlich noch ein paar einstellen. Das ist echt nicht schön. Zwischendrin sah das alles so gut aus. So gut. So, Weiterbildung beendet. Sehr schön.
Wir werden die aber hier auf jeden Fall in Instandhaltung noch weiterbilden. Müssen wir. Okay, wie sieht's mit den Ärzten aus? Da wird fleißig weitergebildet. Dich könnten wir in Behandlung 2 weiterbilden. Dafür brauchen wir einen Krankenpfleger. Und hier könnten wir jetzt auch noch was machen. Da können wir mal gucken. Diagnostik, genau, das sieht gut aus. Nehmen wir Diagnostik 3. Ja, komm, dann nehmen wir auch gleich 2 Leute. Gut. Ich überlege ja, ob wir hier bei den Hausmeistern auch nochmal so ein bisschen einen, eine Abstufung machen, dass wir sagen, okay, nicht jeder muss alles machen. Mal schauen. Ist vielleicht keine schlechte Idee, aber irgendwo, da muss ich mich nochmal ein bisschen mit belesen, wie wir das machen. Oder einfach, ob wir mehr Leute einstellen. Ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, dass wir einfach mehr Leute einstellen müssen. Und wir werden erstmal auch unseren Mitarbeitern hier mal eine kleine Finanzspritze mal geben. So. Dass sie erstmal alle ein bisschen glücklicher sind. Aber das hier unten, das sieht so schrecklich aus. Ich sag euch, Meltdowns, es ist verhext für mich. Es ist wahrlich verhext. Ich glaube, irgendwann ist es einfach eine Soße hier unten alles nur noch. Es wird alles eine Soße werden, sage ich euch. Mit Ach und Krach werden wir dieses Level kriegen. Aber schön ist anders. Schön ist definitiv anders. So, was sagt denn hier unser Personal? Ist alles schlecht. Nehmen wir nicht. Einen weiteren Hausmeister noch eingestellt. Jumbos neues Sortiment an Smart Glasses und Virtual Reality Kontaktlinsen ist jetzt in der Lage, euch personalisierte Werbung direkt auf eure Augen zu schicken. Sind die jetzt eigentlich hier dreckig oder sind die einfach nur... Günstig. Aber was sind ich rufe jetzt mal hier einen Hausmeister. Wenn ihr dafür von all diesen Produkten erfahrt, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr sie braucht. So. Da kommt schon einer. Sehr gut. Dass da jetzt einfach das erstmal vorrangig abgearbeitet wird, das Thema hier. Mit den Toiletten. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Na, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Bin noch echt zwiegespalten, wie das hier alles wird. So, hier hinten ist Allgemeinmedizin fertig, wie ich gerade sehe. Der hier ist bereit zur Weiterbildung. Allgemeinmedizin 3. Kurs starten. Ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen grantig bin, aber das wurmt mich. Vor allen Dingen, weil ich es nicht verstehe. Wir haben so viele Hausmeister. Wir haben jetzt mittlerweile hier gesagt, hier, macht mal hinne. Und sie pinkeln trotzdem hier überall hin. Und guckt euch das an. Wenn wir da raufgehen, sehen wir auch wirklich, wie schlecht das alles ist. Genau, den Attraktivitäts... Das sieht doch alles kacke aus. Also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Geh doch nach Hause. Wenn du so schrecklich hier bist.
Ich glaube, wir werden jetzt erstmal die Instandhaltung, Weiterbildung lassen, sodass wir hier alles ein bisschen versuchen zu säubern. Und ja, wir müssen schauen. Wir arbeiten angeblich nicht kostendeckend. Minus 24.000. Ist aber nicht gut. Da rufen wir auch mal einen Hausmeister. Wir müssen jetzt vieles wahrscheinlich hier selber erstmal machen, bis die Leute hier wirklich klarkommen. So, Diagnostik 3 Weiterbildung ist abgeschlossen. Naja, so langsam nimmt das hier Gestalt an. Die spucken hin. Das ist kein Kotz, kein Pinkeln, das ist Spucken. Das ist ja auch noch schlimmer. Also nein, es ist alles schlimm. Oh Gott. Wahrscheinlich gerade die schlimmste Folge mit unter anderem, die ich hier gemacht habe. So, was haben wir hier? Wir haben Allgemeinmedizin wird gemacht. Was bist du eigentlich für einer hier? Du warst doch für die Psychiatrie, oder? Ja, dich wollte ich für die Psychiatrie ausbilden. Ich hatte fast vergessen, wie sehr ich diesen Song hasse. Starten. Es ist wie wenn man sich den Zeh stößt und es wehtut. Aber eine Woche später werden wir hier weitermachen mit der Diagnostik 3. Und dann stößt man sich den Zeh noch einmal und erinnert sich an den Schmerz. Und eigentlich wollte ich ja noch Stationsverwaltung machen, aber das kann ich auch vergessen. Kann wir hier die Leute in die Behandlung 3 machen? Haben wir nur einen Gastausbilder. Das haben wir gerade nicht, die finanziellen Mittel. Wir werden mal lassen. Wie sieht es mit der Stationsverwaltung aus? Da hatten wir ja auch niemanden. Nee. Da können wir gerade nicht weitermachen. Gut, dann müssen wir das erstmal so lassen, wie wir jetzt hier das haben. Und schauen, dass wir irgendwie mit den Mitteln vorankommen. Und das ist schon wieder das gleiche Thema. Ich kann doch jetzt aber nicht Tausende von Hausmeistern einstellen. Das wird doch nichts. Wir machen gerade extrem miese. Wir arbeiten absolut nicht kostendeckend. Und die Mitarbeiter wollen jetzt auch gerade alle kündigen hier. Kann ich auch vollkommen verstehen. Wie können wir uns da retten? Da was weiter machen. Wir werden jetzt mal gucken, wo unser ganzes Personal ist von den Hausmeistern. Ist da hinten. Wir werden jetzt alle schauen, dass wir die mal hier hochnehmen und mal hier vorne abladen. So. Achtung, das Wasser lassen an willkürlichen Stellen im Krankenhaus wir dort. Ist nicht gestattet. Und du hast auch Pause zu machen. Erdbebenwarnung. Das ja. Sind nicht bloß ihre Medikamente. Probieren wir es mal, ob das funktioniert, so der Ansatz. Ja, geht schon wieder los. Ihr könnt doch so brechen. Mein neuestes Hobby? Vogelbeobachtung. Aber Leute, die Viecher sind schnell. Außerdem werden die Menschen nervös, wenn man ständig ein Fernglas bei sich trägt. Vor allem, wenn man vielleicht doch noch mal eine Praxis hier bauen? Bin ich am Überlegen, ob das so sinnvoll ist. Wie viele Ärzte haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
baue noch eine. Wir haben kein Geld. Ach, Manu. Es ist gerade zum Kotzen. Es ist gerade zum Kotzen. Könnt gleich mit 3 Jahren hier. Die sind alle unzufrieden. Guckt euch das an. Wir müssen das irgendwie entzerren. Wir müssen das irgendwie entzerren. So, ich probiere das jetzt mal, ob wir das so entzerren können. Weil hier hinten haben wir ja das Problem nicht. Das finde ich wirklich amüsant. Also wenig. Ein bisschen würde ich gerade alle Patienten rausschmeißen einmal und nochmal neu starten. Aber das können wir auch nicht machen. Also können wir alles nicht machen. Oh Gott, Leute. Das ist alles schrecklich, sage ich euch. Es ist wirklich gerade, also das macht gerade absolut null Laune. Ich bin echt demotiviert. Merkt man vielleicht so ein bisschen. Und mich nervt es. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellten Toiletten zu benutzen. Weil wir kommen nicht voran. Die Leute hier, die kotzen überall hin. Es sieht alles einfach nur schrecklich aus. Also jetzt gerade haben wir es ein bisschen entzerrt. Ob es hilft, kann ich euch nicht sagen. Müssen wir wirklich wahrlich schauen. Ich bin so am Überlegen. Nein, wir können ja nichts machen. Ich würde gerade sagen, wir bauen einfach noch eine weitere Praxis hier hin. Von den Machern von Weil jetzt hat sich alles ein bisschen entzogen. Kommt Palpitation. Aber wir müssen halt schauen. Wir müssen definitiv schauen. Es ist alles nicht so. Nicht so gut, wie ich es mir wünsche. Es sieht hässlich aus ohne Ende. Die Warteschlangen sind noch zu lang. Wir kriegen, wie gesagt, keine wirklichen Gewinne hier rein. Ist alles nicht so prickelnd. Schade eigentlich. Also es sah ja zum Anfang recht gut aus. Aber das jetzt hier gerade, das ist nicht das, was ich gerne möchte. Ja, ihr seht es selber. Also da müssen wir dran arbeiten. Das werden wir hoffentlich in den nächsten Folgen schaffen. Die 50. Folge ein Desaster. Wer hätte das gedacht, dass das so schrecklich aussieht hier. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen ein bisschen. Und lasst mal ein Abo, einen Kommentar und oder ein Like. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und mit den Worten gehabt euch wohl. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.